Ja, ich bin hier heute mal in Mana ausgestiegen. Und zwar bin ich mit diesem schnuckeligen kleinen Bus dort hinten gekommen. Ich kann ja mal gerade ein Foto einblenden, wo ihr seht, wie schnuckelig klein das da im Bus war. Und ja, ich schaue mich hier mal um, was es hier Interessantes zu entdecken gibt. Das Traurige ist nur, ich habe mein Ansteckmikro mal wieder vergessen. Deshalb hoffe ich, dass es heute nicht allzu windig wird. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute aus dem schönen Städtchen Marne im Herzen von Dithmarschen. Und hier sieht man auch schon mal einen kleinen Rundumblick an Sachen, die uns heute erwarten. Machen wir mal zusammen einen Rundgang. Marne ist eine Kleinstadt im Süden von Dithmarschen, die erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt wurde. Der Name ist altsächsisch und bedeutet übersetzt Siedlung am hohen Ufer. Im 14. Jahrhundert war Marne Zentrum der Süderdöft. Die Döfte waren Vereinigungen von Kirchspielen, die in der Dithmarscher Bauernrepublik jeweils eine gleiche Anzahl an Bauern zum Achtwiderrat nach Heide schickten. Allerdings schickte die Süderdöft keine Delegierten nach Heide und verwaltete sich selbst. Daher entwickelte Marne sich neben Meldorf und Heide zu einem dritten Zentrum der Bauernrepublik. Davon sollten bis heute das bombastische Rathaus und die St. Maria Magdalenenkirche als Vorbild diente die als Meldorfer Dom bezeichnete Johanneskirche in Meldorf. Ziel beim Bau war es, eine Kirche zu bauen, die größer war als das Vorbild, was aber aus finanziellen Gründen nie gelang. Die rezente Kirche entstand als eklektizistischer Bau zwischen 1904 und 1906. Architekt war Wilhelm Vogt, der neben diversen Kirchenbauten Schleswig-Holstein auch die Dusen-Düwelswarf bei Meldorf entwarf. In unmittelbarer Nähe der Kirche liegt auch das Marner Rathaus. Für dieses beeindruckende Gebäude stand das Büsumer Rathaus Pate. Allerdings ist das Marner Rathaus wesentlich größer ausgeführt. Seit Zusammenlegung der Stadt Marne mit der amtsfreien Gemeinde Friedrichskoog und dem Amt Marneland wurde Sitz des neuen Amts Marne-Nordsee. Architekt war der aus Schwetzingen stammende Karl Mannhardt. In einer Nische des neobarocken Gebäudes steht eine Statue des heiligen Matthäus. Unweit der Kirche befindet sich auch die berühmte Dithmarscher Privatbrauerei. Die Brauerei wurde 1775 gegründet. Seit 1881 befindet sie sich im Besitz der Familie Hinz. Traditionell wird das Bier in Bügelflaschen verkauft. Rund um die Kirche befindet sich der Marner Markt. Zu den eindrucksvollsten Gebäuden gehört hier auch ein grün verputztes, villenartiges Apothekengebäude mit langer Tradition. Mir hat das Gebäude besonders gut gefallen. Bekannt ist Marne auch für sein Skatmuseum. Dieses entstand 1928 aus einem Raritätenkabinett des Ende des 19. Jahrhunderts gegründeten lokalen Skatvereins. Übrigens ist Marne auch eine Karnevalshochburg. Leider habe ich den hiesigen Umzug, den größten Schleswig-Holstein, aber noch nicht angesehen. Daher kommt dazu ein andermal vielleicht mehr. Wer das nicht verpassen will, darf mich gar nicht schon jetzt abonnieren. Aus umweltplanerischer Sicht ist auch der Stöfenpark interessant. Da war ich aber leider noch nicht drin. Eine besondere Attraktion ist auch die Plastik-Elster mit Hasenmaske. Die Statue erinnert an eine Dithmarscher Sage von Karl Müllenhoff. Nach dieser stand bei Süderheichstätt in Linde, die dieses Jahr grünte, obwohl seine Äste übers Kreuz wuchsen. Solange sie lebte, hielt die Bauernrepublik. Als die Linde verdorrte, fiel auch im Dithmarschen. Eines Tages wird eine Elster in den Baum brüten und ihn wieder zum Grünen bringen, damit die Republik wieder entstehen kann. An die Sage erinnert auch der prunkvoll gestaltete Müllenhofbrunnen, unter dem ich mir nun ein Plätzchen gesucht habe. Und ich sitze jetzt hier und werde mir mal eine Kleinigkeit zu essen genehmen. Ich habe seit langem mir mal wieder auf einer meiner Touren Couscous-Salat mitgenommen. Und natürlich habe ich hier irgendwo auch mein Reisebesteck dabei. Derweil erzähle ich euch mal in einem kleinen Beitrag etwas darüber, warum ich eigentlich mit dem Bus hierher fahren musste, weil sonst fahre ich ja gern mit dem Zug. Tatsächlich gab es mal eine Bahnlinie von St. Michaelisdonn nach Marne, die ging dann sogar weiter bis Friedrichskoog. Die wurde aber stillgelegt und zwischen Marne und Friedrichskoog abgebaut. Aber den Rest der Geschichte, den zeige ich euch jetzt mal. Beim Bau der Marschbahn Mitte des 19. Jahrhunderts war Marne umgangen worden. Daher wurde am 15. Dezember 1880 eine Stichstrecke von St. Michaelisdonn nach Marne errichtet. Nur knapp 4 Jahre später wurde am 17. Oktober 1884 die Strecke in den neu gebildeten Friedrichskoog verlängert,
wobei Mahne jedoch ein Kopfbahnhof blieb. Zunächst diente die Strecke hauptsächlich dem landwirtschaftlichen Güterverkehr. Mit zunehmender Bedeutung von Friedrichskoog für den Tourismus im frühen 20. Jahrhundert kam der Strecke jedoch auch eine große Bedeutung im Personenverkehr zu. In den 1950er Jahren verlor die Strecke durch die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs jedoch wieder an Bedeutung. Der Abschnitt zwischen Friedrichskoog und Mahne wurde nach der Stilllegung in den 1960er Jahren bis 1984 sukzessive zurückgebaut. Bis Mahne gab es noch 1984 regelmäßige Pendelzüge im Personenverkehr. Der Güterverkehr endete zum 1. Dezember 1994. Seit Sommer 2004 verkehrt auf dem Reststück die Marschenbahn-Draisine. Ein Zustieg ist sowohl in St. Michaelisdonn als auch in Mahne möglich. Die Fahrzeit beträgt rund 45 Minuten. Die Draisine lohnt sich aber freilich nicht als Verkehrsmittel für den Nahverkehr. Dafür fahren zwischen St. Michaelisdonn und Friedrichskoog über Mahne Busse. Ja, wie gesagt, das ist ja der Mahner Bahnhof oder das, was halt noch davon übrig ist. Ich persönlich finde das immer extrem traurig, solche stillgelegten Bahnhöfe zu sehen. Denn für mich ist die Stilllegung von Bahnstrecken immer auch der Niedergang von Wirtschaft in einer Region. Und meistens steht das auch dafür, dass man irgendwie vom Weg abgekommen ist, vom Weg Richtung mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir brauchen wieder mehr Orte mit gutem ÖPNV und der beste ÖPNV ist eigentlich immer noch die Eisenbahn. Grundsätzlich ist es aber so, dass man mit der Eisenbahn viel besser große Mengen an Gütern und Personen transportieren kann, wie mit jedem anderen Verkehrsmittel. Und deswegen sollte es eigentlich so sein, dass jede Bahnstrecke, die noch irgendwie nutzbar ist, als Bahnstrecke genutzt wird. Und tatsächlich wird diese Bahnstrecke, wie eben im Beitrag beschrieben, ja noch genutzt. Die Gleise ändern hier irgendwo im Gebüsch. Man sollte aber hingehen und statt der Draisine hier wieder Züge fahren lassen. Es würde ja schon reichen, wenn stündlich ein Zug von St. Michaelisdonn oder Heide hierher pendeln würde und man besser die Region an die Außenwelt hier wieder anschließen würde. Meiner Meinung nach müsste man im Sinne des nachhaltigen und sanften Tourismus die Bahnstrecke auch wieder durchbauen bis hoch nach Friedrichskoog. Ja, das wäre raumplanerisch und verkehrsplanerisch eigentlich immer noch am sinnvollsten. Bis jetzt sieht es nicht danach aus, aber vielleicht ändern sich da ja bald die Gemüter. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr sonst nichts verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und vielleicht sieht man den einen oder anderen demnächst mal in Mahne. Bis dahin, ciao!